Hallo ihr Lieben, heute möchte ich eine italienische Tomatensuppe kochen und zwar koche ich die das erste Mal in meiner Kenwood. Und meine Mutter hat früher auch Tomatensuppe gekocht und hat dann immer so Hackbällchen da reingetan. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine gute Idee. Ich zeige euch mal, was ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich jetzt hier auf dem Ofenzauberer Tatar, was ich selber durchgedreht habe, mit Zwiebeln und kräftig gewürzt. Das gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen. Auf 220 Grad habe ich den vorgeheizt und in der Zeit, wo die Suppe läuft, backe ich schon mal die Hackbällchen. Also ich gebe die schon mal da rein. Also ich stelle die jetzt mal auf 18 Minuten ein und das müsste eigentlich reichen, dann gucke ich mal. Ich habe schon mal einen italienischen Abend in dem Spezialitätenladen meiner Freundin gemacht. Und damals habe ich auch eine italienische Tomatensuppe gemacht. Die wandle ich jetzt mal ein bisschen ab. So habe ich aber schon mal eine Grundbasis. Und zwar finde ich, dass aktuell die Tomaten noch nicht wirklich süß schmecken. Von daher habe ich bei meiner Freundin wieder passierte Tomate geholt. Einmal mit Basilikum und einmal ohne was. Es ist wirklich so, dass ihr, wenn nicht wirklich Tomatenzeit ist, besser so hochwertige passierte Tomaten kaufen könnt, weil die echt besser schmeckt und richtig nach Tomate. Dann hier habe ich Pancetta, das ist italienischer Speck, den habe ich gewürfelt, den werde ich jetzt gleich andünsten mit ein paar Schalotten und Knoblauch. Und ja, dann schauen wir doch mal, wie es funktioniert. Als erstes habe ich das Kochrührelement eingesetzt und auch hier innen im Topf habe ich den Einsatz reingepackt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Olivenöl da reingeben. Und zwar mache ich mal 2 Teelöffel. Die erhitze ich jetzt erstmal und dann gebe ich den Speck und die Schalotten und den Knoblauch dazu. So, und zwar stelle ich die Temperatur jetzt auf 120 Grad ein, eine Minute. Und dann erhitzen wir erstmal das Öl. Dann gebe ich, wie gesagt, den Speck und die Schalotten dazu. Ja, dann gebe ich noch ein bisschen, ich habe auch aus dem Laden von meiner Freundin Meersalz, das gebe ich noch ein bisschen dazu, dann weißen Basilikum. Ja, wir schauen mal. Wenn es heiß ist, hole ich euch wieder dazu. So, das Öl ist jetzt heiß, dann gebe ich jetzt den Speck dazu. Dann gebe ich meine Schalotten und mein Knoblauch dazu. Dann gebe ich ein bisschen Meersalz von oben, also nur so ein bisschen, beim Andünsten darüber. Und dann dünsten wir die ganze Geschichte jetzt mal an, bei 100 Grad. Machen wir mal 2 Minuten. Dann gebe ich ein bisschen weißen Balsamico dazu. Wenn das angedünstet ist, lasse das dann noch mal einköcheln. Dann habe ich hier noch italienisch gefriergetrocknete Kräuter. Dann habe ich hier noch italienisches Gewürz. Auch aus dem Laden von meiner Freundin, das ist so ganz scharfes. Da muss man halt ein bisschen mit aufpassen. Das ist mit Peperoncini. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir nachher ein leckeres Süppchen haben. Dann habe ich gestern frisches Brot gebacken und zwar mein Körnerbrot mit Buttermilch. Da werde ich ein paar Scheiben abschneiden, die werde ich mit Knoblauch, also werde ich toasten und dann ein bisschen mit Knoblauch marinieren und die gibt es dann zu der Suppe. Und durch die Hackbällchen, ja, ist das natürlich schon ein richtig deftiges Essen. Und der Speck,
der ist wirklich, wirklich lecker. Also kann man nicht vergleichen mit normalen geräucherten Speck. Und ja, der ist richtig würzig. Den nehme ich auch, wenn ich zum Beispiel Nudeln mache. Mache ich nur von dem Speck und Zwiebeln und Knoblauch günstig an, gebe das dann unter die Nudeln. Ist wirklich sehr lecker. So, rührt jetzt schön. Ich hole euch, wenn die Minute um ist, gleich wieder dazu. So, das ist jetzt angebraten oder angedünstet. Ich zeige euch das mal eben. So, die Zwiebeln und der Speck schön angedünstet. Da gebe ich jetzt hellen Balsamico drauf, und zwar 3 Esslöffel. Und den lasse ich dann bei 100 Grad so ein bisschen einköcheln, bevor ich dann den Rest dazu gebe. Ich mache mal 2 Minuten und dann gucke ich, ob das reicht, und dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe das jetzt 3 Minuten einköcheln lassen. Der Balsamico ist jetzt weg. Ich zeige euch das mal. Das ist jetzt nur noch ein bisschen Saft. Sekunde. So, seht ihr, jetzt habt ihr den Speck und die Zwiebeln. Der Balsamico ist also jetzt reingelöscht oder eingekocht, nicht reingelöscht, eingekocht. So, jetzt gebe ich die Tomaten dazu, also die passierten Tomaten und Gewürze. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Flasche, ist also immer ein halber Liter, glaube ich, ne, 700 Gramm, mit Basilikum. Das gebe ich jetzt dazu. Da gleich noch mal ein klein bisschen Wasser rein, dann kriege ich den Rest auch raus. Und eine Flasche Natur, ohne Kräuter und ohne was. So, jetzt gebe ich in beiden ein ganz klein bisschen Wasser, damit ich den Rest rauskriege. So ein Schnaps. Kräuter dazu und noch ein bisschen von dem scharfen Gewürz und ein bisschen Salz und Pfeffer. So, dann gebe ich 2 Teelöffel von den italienischen Kräutern dazu und von dem scharfen italienischen Gewürz, das heißt, kann ich euch sofort sagen, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Habe ich jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. Aber füge ich euch zum Rezept dazu, muss ich meine Freundin nochmal fragen, wie das heißt. Davon gebe ich jetzt einen knappen Teelöffel, weil das ist wirklich scharf. Dann gebe ich mit der Salzmühle ein bisschen Salz dazu. Aber wir haben ja auch Speck. Ne? Wie ihr hört, Merlin ist auch wieder wach. Dann gebe ich noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ja, Merlin, wir hören dich alle. So, dann gebe ich den Spritzschutz auf und lasse die ganze Geschichte jetzt 20 Minuten bei 100 Grad. 100 Grad, 20 Minuten köcheln. Und dann schmecke ich mal ab, wie es nach 20 Minuten aussieht. Und in der Zwischenzeit sind auch meine kleinen Bällchen fertig, wenn die fertig sind, und die Suppe. Wie gesagt, nach 20 Minuten hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, ihr Lieben, Suppe hat gepiept. Fleisch ist fertig. Ich zeige euch mal die Tatarbällchen. Eins habe ich schon gefuttert. Um zu gucken, ob das
durchgebacken ist, die hatte ich jetzt 20 Minuten im Backofen. Aber nach 18 Minuten waren die schon gut. Ich habe die nur noch ein bisschen nachbräunen lassen. So, jetzt gucken wir mal, wie die Suppe schmeckt. So wunderbar sieht jetzt, weiter kippen geht leider nicht, die Tomatensuppe aus. Probieren wir mal, ob da noch was dran muss. Ich gebe noch mal ein bisschen. Ich habe von einer Freundin Ankerkraut. Ihr wisst ja, ich habe ja nur dieses für Fleisch, dieses Magic Dust. Ich habe auch von einer Freundin Tomatensoßengewürz geschenkt bekommen. Da kann jetzt noch ein bisschen was dran. Also werde ich da jetzt noch mal einen Teelöffel davon dazugeben und ein bisschen Pfeffer. Und dann müsste eigentlich gut sein. Ich püriere die auch nicht. Ihr könnt die jetzt natürlich pürieren, aber ich finde, da ich ja jetzt keine ganzen Tomaten gemacht habe, finde ich das schon lecker, wenn das auch so ein bisschen ja noch stückig ist. Und ich habe auch noch den Speck da drin und da kommen jetzt noch die Hackbällchen rein. Das probieren wir mal. Heiß, heiß, heiß. Sogar noch ein klein bisschen von dem Ankerkraut rein. Bevor wieder jemand meckert, ich esse das. Also darf ich den Löffel auch ablecken. Hat sich ja irgendjemand mokiert, dass ich meinen eigenen Löffel ablecke und dann wieder benutze. Da hier kein anderer isst, außer mein Mann und ich, darf ich auch die Löffel ablecken. So, das ist jetzt gut. Dann gebe ich jetzt in jede Schüssel, ich stelle mal wieder runter, in jede Schüssel gebe ich jetzt mal ein paar Bällchen rein. Vier Tatarbällchen. Dann kommt da jetzt die leckere Suppe drauf. Dann kommt, ich muss glaube ich noch was weiter runterstellen. Dann kommt dann noch ein Teelöffel Creme Légère drauf. Und ein bisschen frisches Basilikum. Und fertig ist das leckere Essen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde es nachher ins Reine schreiben und wenn ich es schaffe, werde ich es heute noch hochladen. Würde mich freuen, wenn ihr es mal nachkocht und mir einfach mal Bescheid gibt, ob es euch geschmeckt hat. Ich sag mal Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Film. Eure Judith.